Herzlich willkommen in Rötzling zum prächtigsten Supermarkt der Welt. Wir spielen wieder den Supermarkt-Simulator. Das sind unsere drei Einräumer. Hallo Leute, wie geht's? Jorge, Torge und Sorge. Ich weiß gar nicht mehr, wie der dritte Bruder hieß. Das sind unsere Kassierer, Alfons und Belfons. Und das ist unser Supermarkt. Prall gefüllt mit Köstlichkeiten jeder Art. Wir haben 433 Mark und ein sehr großes Lager. Wir wollten ein bisschen Geld sparen, um uns noch weitere Regale leisten zu können. Wir können mittlerweile dank Mods, die wir das letzte Mal installiert haben, ja auch ganz gut sehen, woran es gerade mangelt. Und sehen, Puderzucker haben wir noch 74 in den Regalen, nichts mehr im Lager, aber es ist gut. Käse, Kaffee, ich glaube, wir sind gerade nicht bedroht vom Ausverkauf. Deswegen können wir jetzt vielleicht auch einfach in den Tag starten, den Laden aufmachen und müssen keine Angst haben. Oh, Apfelsaft ist aber, komm, wir werden nicht 16 Apfelsaft an einem Tag verkaufen. Ja, wir müssen ein bisschen bei Apfelsaft gucken, aber das passt schon. Wir kaufen jetzt nichts. Wir machen den Laden auf und begrüßen unsere Angestellten. Sieht gut aus. Alles ist voll. Wir müssen natürlich irgendwann hier diese Ecke noch frei machen. Dann werden wir noch weitere Lagerflächen haben oder Verkaufsflächen haben. Da können wir auch noch weitere Lizenzen erwerben. Oh, Ingrid. Ingrid Zauselmann. Was kaufen Sie denn heute? Guten Morgen, Ingrid. Sie sind die Erste im Laden. Sie wissen ja, dass es bei uns eine Aktion gibt. Die erste Kundin an der Kasse erhält einen Coupon-Gutschein für eine Flasche Glück. Sie wissen ja, wir haben zusammen mit der Kita die Mäuse-Gruppe, haben wir so kleine Pfandflaschen mit Glück gefüllt. Die haben dann die Kinder so Glück reingestopft und die geben wir jetzt an der Kasse ab. Das soll Glück bringen, das ist ein Glücksbringer, zusammen mit der Kita-Gruppe die Mäuse. Und der Erste an der Kasse kriegt so einen Gutschein. Aber leider hat es nicht geschafft. Ingrid, das tut mir leid, es war zu knapp. Ich kann dir nicht geben. Drüben war die Beate ein bisschen schneller. Gibt leider kein Glück. Was? Oh, sie wollen viel Wechselgeld haben. Das war ganz knapp. Sie hätten sich ein bisschen beeilen müssen. Aber man muss auch gönnen können. So. Alfons, hast du die Flasche Glück mitgegeben? Hast du nicht? Ach, Alfons. Du, ich hatte dir doch gesagt, der Erste an der Kasse kriegt die... Da reden wir beim Debriefing heute Abend nochmal drüber. Herr Konradsen. Schönen guten Tag. Heute wieder ein langer Tag bei der Versicherungsagentur Schletzel und Partner. Vermutlich, da muss man sich stärken. So, hier wird fleißig eingekauft. Das ist gut. Kommen Sie alle rein, kommen Sie alle ran. Der Rubel rollt. Ich kann mir bald neue Regale leisten. Gucken wir mal ins Kühlfach. Das ist nicht gut sortiert. Hier habe ich Hähnchen, da habe ich Hähnchen oder Truthahn. Da müssen wir auch nochmal ran. So, hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen. Ach, hier. Drenise. Drenise Schmitz Karlberg. Ist eine berühmte Dressurreiterin. Die hat hier in der Nähe, zwei Straßen weiter, hat die ihr Gehöft. Und da kauft sie natürlich immer zwischen den Reitstunden hier ein. Ich mach mal die Kasse auf. Sie können auch zu mir kommen. Kasse ist offen. So, Sie können, wenn Sie wollen... Entschuldigen Sie, ich will Sie nicht bedrängen, aber Sie könnten theoretisch auch jetzt die bislang noch unbenutzte Kasse verwenden und dann müssten Sie nicht so lange anstehen. Das ist ja auch Lebenszeit. Es sei denn, Sie wollen anstehen, weil das für Sie das größte Glück ist, dann will ich Ihnen das natürlich nicht nehmen. Oh, der Joghurt ist zu teuer. Warum? Ich werde das sofort überprüfen. Dieser hier? Ja gut,
Das kann ich verstehen. Nee, warte mal, Marktpreis. Nee, das finde ich schon okay. So, ich habe jetzt wieder geöffnet. Wieso jaulen die dann alle rum? Sie werden das nicht günstiger kriegen, vielleicht im Großmarkt. Aber da hat man ja auch nicht diese Nähe zum Kassierer, oder? Diese Kundennähe gibt es nur bei mir. So, vielen Dank, Herr Brathans. Oh, Sie haben ja dreimal Seife, ja, okay. Und dann einmal 26,70 zurück, dankeschön. Okay, das macht einmal 72,40 mit Karte, dankeschön. Hallo, Herr Jodel. Dann einmal mit Karte 52,50. Sehr gut. Dankeschön, das macht einmal 17 zurück. 17 ziehen, danke. So, da hat sich der erste Ansturm abgeflaut. Jetzt gehe ich nochmal kurz gucken, ist hier zwischen die Regale schauen. Wir hatten ja so einen Apfelsaftnotstand. Ja, ich sehe, sind nur noch 4 Apfelsäfte da. Da muss ich jetzt einmal ran. Und bevor der Lieferant Feierabend macht, vielleicht, ja, ich sehe nur noch 4 sind da. Dann bestellen wir nochmal schnell davon. Und wir gucken mal, ob das Geld reicht. Oh ja, das müsste locker reichen. Für weitere Regale. Und ab dafür. Jetzt laufen wir schnell raus, bevor der Apfelsaft alle ist. Und... Oh Gott. Was? Warte mal. Nee, warte. Wie war denn das noch? Ist die Mod nicht aktiv? Gott, ist die Mod nicht aktiv? Oh Gott, ist noch keine verkauft worden. So. Warte mal. Welche Taste war das? Oh Gott. Haben wir unsere Mods nicht an? Oh, ich glaube, ich habe eventuell... Doch, die Mods müssen aktiv sein. Irgendwas ist hier schiefgelaufen mit unserem Mod. Das müssen wir uns mal in Ruhe angucken. Reicht das so? Ah ja, ich mach's einfach. Den noch von der Seite machen wir so. Hallo? Irgendwas ist hier nicht geladen. Im Laden. So, die Mods funktionieren. Ich habe sie ja in der letzten Session, gingen die Mods ja alle. Also eigentlich kann es da keine Probleme geben. Befürchte, da kriege ich jetzt leider so. Kriegen wir das effizienter hin? Noch? Nee, ne? Vielleicht, wenn ich die an die Wand stelle. Ja, Mist. Ich glaube... Da muss ich nochmal ran. Das kann nicht das Smarteste sein. So. Wie sieht's hier aus? Oh, ich muss die Kasse aufmachen. Kasse ist offen, Sie können zu mir kommen. Wie sie alle hier zu Belfons gehen. Niemand geht zu Alfons. Karte. 1,50 zurück. Schönen Feierabend. Ja. Hier die Zwillinge Silbert. Hans Silbert und Franz Silbert. Wie immer adrett gekleidet. Aber sind sich nicht zu fein, in meinem Supermarkt klein einzukaufen. 122,60. Tschüss, danke. So. Ja, Dörte, weshalb du nicht zu mir kommst, kann ich mir nicht erklären. Ich bin auch immer so nett und zuvorkommend.
Aber gut, wenn keiner will, dann mache ich hier Feierabend. So, was kostet? Brot kostet 10 Euro? Das stimmt doch gar nicht. Brot kostet 5,20 Euro. Mark. Was ist mit Kartoffeln? Ich glaube, wir müssen noch gleich ein bisschen nachbestellen. Ich gucke währenddessen mal, ob die anderen Mods hier aktiv sind. Zum Beispiel mit der Warenkorb-Mod. Da kann ich das ja sehen. Ja, das geht. Es ist nur die eine Mod nicht aktiv. So, Orangensaft. Ah, Apfelsaft habe ich doch gerade. Liegt der noch auf der Straße rum, ne? Ja. Vielleicht ein bisschen Milch. Süßigkeiten. Schoko, können wir noch ein paar Sachen ins Lager packen. Oh, Kartoffelsack. Ja, ist geschlossen. Ja, vielleicht können wir auch ein paar Lampen noch, ne? Können noch ein paar mehr Lampen kaufen. So, jetzt müssen wir warten. Bis zum nächsten Morgen. Zack. Tag wird beendet. Wie sieht's aus? 15 Leute fanden die Produkte zu teuer. Das spricht nicht für die Preise. So, Hähnchen ist billiger geworden. Soda-Reiniger. Ich hoffe, also eigentlich habe ich auch eine Mod, die das regelt. Das Schlimmste ist, dass die Mod. Warte, was war denn das? Ich musste doch G drücken, oder nicht? War das nicht G? Welche Taste war das noch? Nee, nicht G. Warte, welche Taste war. L? Welche Taste hatte ich noch gedrückt, um die Dinger einzusortieren? Ich dachte, das wäre L wie Lager. Es scheint mir wirklich nicht zu gehen gerade. Mist. Mist. Das ist schade. Das ist sehr, sehr blöd sogar. Weil das Tolle an der... Ich muss mich eigentlich mit dieser Mod auch nicht mehr darum kümmern, was wo gelagert ist. Weil es total egal ist. Aber das wird ja gleich nicht so schön sein. Wenn dann diese 30 Pakete kommen. Die muss ich ja wieder händisch reintragen. Das ist ja ein Schritt zurück. In fürchterliche dunkle Zeiten. Nochmal, wir probieren mal ganz kurz was. Und ich schau mal eben nach, was mit der Mod nicht läuft. Weil die anderen Mods sind aktiv. Eigentlich kann es daran nicht liegen. Pass auf. Supermarket. Simulator. Dann schauen wir mal. Pass auf, bei den Mods eben rein. Wo ist es denn? Ist das überhaupt das? Okay, warte, das. Guck mal, so sieht das aus. Wir hatten ja hier. Die werden ja nicht mal angezeigt. So, hatte ich das? Stock Manager, Easy Delivery. Das hatte ich, glaube ich, oder? Ich meine, wir hatten das hier. Press L. Ja, okay. Keine Ahnung. Ich dachte eigentlich, die habe ich schon. Ich probiere nochmal.
Wir gucken nochmal kurz. Was haben wir denn hier hinten überhaupt noch? Also wenn ich jetzt... Ah! Okay. Alles läuft. Das war mein Fehler. Ich dachte, ich habe die damals auf der Straße liegend schon... Wie sind die denn so weit weggeflogen? Ich dachte, ich habe die auf der Straße liegend angeklickt. Aber ich musste die in die Hand nehmen und dann L drücken. Okay, also es ist einfach komplett mein Fehler gewesen. Alles läuft. Ich habe mich vertan. So. Das war jetzt... Warte. Ich hätte es auch smarter machen können. Indem ich... So, die gebrandet hätte, genau. Okay, dann können wir jetzt auch bestellen. Warenkorb kaufen. So, und jetzt. So sieht das aus. Occupied. Ah, herrlich. Occupied. Warte. Ach komm! Alles occupied. Warum? Warum, warum? Lager, so. Lager. Ah, ist so herrlich. Es geht so schnell. Ich liebe es. Ey, fahren Sie nicht mal meine Waren rüber. Achso, die kann ich natürlich nicht. Das sind die Lampen. Herrlich, herrlich. So. Kartoffeln. Kartoffeln. Ah, so viel besser. Dann Kartoffeln bis hier hinten geschleudert, ey. Die Kartoffelflucht. So, jetzt. Ey! Schauen wir mal, dass wir den Laden noch ein bisschen freundlicher machen. Das Lager natürlich auch. Gilt nicht nur für den Laden. Ich hätte mehr Lampen noch bestellen müssen. Zu wenig. Machen wir bei der nächsten Bestellung. Reicht immer noch nicht. Wir machen aber schon mal an. Ist schon auf jeden Fall deutlich besser. Okay, wir machen den Laden auf. Laden ist auf. Kommen Sie rein. Oh, warte. Hier sind ja immer noch Lampen. So. Nicht ganz symmetrisch. Finden wir das schlimm? Nein, wir gucken das einfach nicht mehr an. Können wir eine noch ins Lager ballern? Da. Und zwar... Oh, das sieht ja gar nicht so schlecht aus im Lager. Können wir da auch in... Ah, da vielleicht. Da, egal. So. Sehr schön. Ja, ist offen. Sie können kommen. Ach... Frau Schrader. Guten Morgen, Frau Schrader. Wir haben immer noch die Aktion mit den kleinen Glücksfläschchen, die wir mit der Kita-Gruppe gemacht hatten. Also wenn Sie sich beeilen, gilt natürlich auch für Sie, Herr Semmelmann. Der Honig ist zu teuer. Aber die Preise müssen automatisch angepasst werden. Ich habe eine Mod, die das macht. Aber das ist verdammt teuer. Nein, das ist unter Wert. 12. Alles klar. Ich habe den Honig übrigens wieder günstiger gemacht. Wollte ich nur mal sagen. So, das mit den Regalen, das ist hier nicht perfekt. Das muss noch besser gehen. Ich überlege, was passiert, wenn ich die vielleicht an die Wand ran drehe. Ob ich dann, also quasi hier sozusagen, ihr wisst, was ich meine. Ich habe den Preis des Honigs versüßt. Das stimmt. So, wir gucken nochmal rein hier. Was fehlt vielleicht? Oh, Geschirrspültabs werden natürlich immer gut gekauft. Oh, Hähnchen.
Okay, Hähnchen müssen wir schauen. Es ist Hähnchenzeit. Bleichmittel. Immer sehr beliebt. Niemand weiß warum. Rotnudeln. Ja, Puderzucker haben wir damals alles in die Regale gekloppt. Mehl. Ja, hier Reiniger, okay. Der Rest ist okay. Komm, bestellen wir einfach mal. Oh, ich glaube, wir müssen auch ein paar Rechnungen mal wieder bezahlen. Befürchte ich. Obwohl, das ist nicht so schlimm. Also, wir können uns noch keinen dritten Kassierer leisten. Dafür müssen wir erstmal auf Stufe 30 kommen. Und vor allem müssen wir sehr viel mehr Käufe abschließen. Und wir können auch keinen Auffüller einstellen. Da haben wir zwar die anderen Voraussetzungen erfüllt, aber wir benötigen Supermarkt Level 37. Wir sind erst bei 30. Habe ich bestellt? Oh ja. Gott. Und alles kommt ins... Hey. Was? Occupied by Restock. Ja, die roten Nudeln werden sofort wieder eingeräumt. Das ist auch richtig so. Das ist Käse, wird auch eingeräumt gerade. Hallo? 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 Okay. Ich befürchte, wir haben ein kleines Problem. Ich werde dieses Paket nicht mehr los. Hilfe. Ich habe irgendwas gedrückt. Ah, was war das? Ja. Hilfe! Das Paket verfolgt mich, das greift mich an! Ich fürchte, wir müssen neu laden. Da liegt's. Sehr schön. Hatte kurz ein bisschen mentale Probleme. Musste sich erstmal auf die neue Situation umstellen. Ey, Alter! Sie Schwein! Schreibt euch das Nummernschild auf. GE45631. Das merke ich mir. Aus der Schweiz. Aus der Schweiz. GE45631. Alles klar. Was für ein Schwein. Schreibe ich die Polizei an. Das Kanton, wo der wohnt, wird gleich einen weiteren Gefängnisinsassen Was ist das? Jorge? Torge? Sorge? Kommt mal her. Was ist das hier? Was habt ihr mit dem Klopapier gemacht? Seid ihr wahnsinnig? Was habt ihr mit der Milch gemacht? Seid ihr verrückt? Wollt ihr mich in den Ruin treiben? Ich weiß nicht, ob ich mich davon finanziell jemals erholen werde, was ihr hier gerade gemacht habt. Das kann ich doch so gar nicht mehr in den Verkauf geben. Unfassbar. Das Bleichmittel ist zu teuer. Ja, Mann. Nee, das ist okay. Ich hoffe, meine Mod arbeitet noch richtig. Ich bin mir nicht sicher. Meine Preisanpassungsmod. Wenn die nicht funktioniert, wäre natürlich blöd. Wie war das Nummernschild noch? GE45631. Aus der Schweiz. Ihr könnt ja gerne mal, wenn ihr bei der Polizei arbeitet, jetzt mal in euer Computer eintippen, wem das Auto gehört. Dass man Was ist das? Was ist das? Jorge, Torge, Sorge, ihr arbeitet höchst schlampig.
Und die Gehaltserhöhung ist sowas von vom Tisch. Sowas von. Und Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld ist auch gestrichen. Ja, das gilt auch für euch, wenn ihr nicht zügiger arbeitet. Hallo Sabine! Na? Einmal für 19. So, sie können auch zu mir kommen. Ja. Gut, dann werde ich wohl nicht benötigt. Dann. Wir haben jetzt sehr viel Geld. Was haltet ihr davon, wenn wir uns mal nach einer neuen Lizenz umschauen? Wie wär's denn, was haben wir denn hier? Käse, Kaffee, Wasserflaschen, nochmal Eier. Oder Sushi. Das wird sehr exklusiv und teuer sein. Die können wir uns hier gerade nicht leisten. Aber wir könnten eine von den beiden günstigeren. Worauf habt ihr denn Bock? Mehr so Sushi oder mehr so Käse, Kaffee? Haben wir alles schon, oder? Zucker, grüner Tee? Haben wir alles schon. Wir machen das. Da brauche ich aber... da brauche ich eine Kühltruhe für, glaube ich. Und wir haben so wenig Kühlkapazität. Nee, dann muss es erstmal das hier sein. Und das müssen wir natürlich jetzt auch kaufen. Was ist denn? Oh, das hier ist alles neu. Da, ab da. Ich muss von allem mal jetzt mal eins kaufen. Ich weiß nämlich nicht, wie viel Geld ich habe. Ah, easy, okay. Wo kam denn jetzt das ganze Geld noch her? Ja, reicht nicht ganz, glaube ich. Wir schauen, wir haben es schon mal jetzt vorbestellt. So, ist der Laden... Wird hier noch gekauft? Oh ja, sie sind der Letzte. Was, der langsam. Ey, Alfons. Du bist wirklich der langsamste Kassierer, den ich in meinem gesamten Leben je gesehen habe. Als wenn du in stetiger Zeitlupe funktionierst. Aber vielleicht seid ihr einfach auch zu zweit, aber eigentlich seid ihr nur eine Person. Vielleicht seid ihr beide auf exakt 50%. Warum bezahle ich euch denn 100%, wenn ihr beide offensichtlich auf 50% agiert? So. Wir starten den neuen Tag und werden jetzt hier bestellen. Wir müssen einige Sachen rausnehmen. Was ist denn das größte Produkt? Wovon haben wir denn? 20 grüner Tee und Wasserflaschen. Okay, dann nehmen wir Wasserflaschen. Ein raus, grünen Tee ein raus und dann können wir uns das leisten. Die müssen wir natürlich jetzt erstmal jeweils hier einräumen, damit die einen Platz haben. Ich weiß nämlich nicht, ob die, ich glaube nicht, dass die random einen Platz vergeben. Die Mod. So. Okay. Was haben wir hier? Ich habe jetzt alles, jegliche Ordnung aufgegeben, ne? Ist, glaube ich, klar. Normalerweise habe ich ja schon einen anderen Kaffee, aber das muss alles nicht mehr beieinander sein, weil wir jetzt ja diese neue Mod haben, die uns erlaubt, das von der Straße einzuräumen. Und dann spielt es keine Rolle.
wo das ist. Bei Jorge und Torge ist das egal. Egal ist voll. Vielleicht nehme ich ein Kartoffelregal dafür weg. So. Ba-ba-da-ba-ba. Oh, der grüne Tee haben wir da. Haben wir noch kein Regal für gefunden. Der grüne Tee. Der kommt da hin. Dann müssen wir jetzt gleich mal die Preise anschauen. Ob die Mod das macht, weiß ich nämlich nicht. Oh, das Regal ist voll. Das ist unangenehm. Wir haben ja noch gar keine Supermarktfläche ausgewiesen. Also die Regale werden sich gleich eh nochmal neu aufstellen müssen. So, am liebsten würde ich natürlich jetzt hier gucken, dass ich ein bisschen umbaue, um den Tee beim Tee zu haben. Was ist das denn hier eigentlich, was ich habe? So Reis, ne? Das würde hier zum Beispiel wunderbar hinpassen. Ich könnte den Zucker wegnehmen, weil der ist ja da hinten. Und den Reis stattdessen hier hinpacken, weil das fände ich schon ganz nice. Da brauche ich aber einen Karton für. Ich habe aber keinen Karton mehr für den Zucker. Müsste ich mir einen Zucker bestellen? Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Ich würde das schon ganz gerne. Was kostet der? 15. Was? Oh, ich habe nicht genug Geld. So, kostet natürlich jetzt 2 Dollar Lieferkosten, ist egal. Aber ich brauche jetzt mal den Karton. Dann mache ich hier voll, das ist auch noch nicht so geil. Da muss natürlich auch irgendwann. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich das gemacht hatte. In irgendeinem Panikmoment hatte ich das gemacht. So, zack. Schnell hinstellen und überschreiben. So. Gut, kriege ich die Dinger da rein. Ja. Wo ist. Das ist eigentlich scheißegal, wo die sind, oder? Nur so nett sein und jetzt hier nicht nachräumen, wenn es geht. Genau, danke. Das wird gelöscht, sehr gut. Nein! Ah, fuck. Da muss ich jetzt aufpassen, dass Jorge und Torge da nicht so. Ja, dankeschön, genau. Nicht nachräumen. Ja, super. Und weg. Sehr gut. Dann kommt jetzt hier dieser andere Tee hin. Der neue. Der ist nämlich hier. Der kommt da. Dann ist das schon thematisch ein bisschen beieinander. Finde ich schon gut. So. Das ist gut. Dann haben wir die Kartoffeln. Ja, hier, was ist das eigentlich? Das ist der Kaffee. Wäre doch super, wenn wir den hier unter die. Müssen wir die Oliven da wegkriegen. Und die Oliven müssten. Ja, ich muss hier alles neu machen. Jetzt wird halt ein bisschen sortiert, ne? Aber das gehört dazu. Wir könnten. Die Oliven könnten zusammen hier wohnen. Nein, 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 hör auf! Ach, warum bist du denn wahnsinnig? Immer erst das Schild entfernen. Lektion Nummer 1. War knapp. Das darfst du auffüllen. So, jetzt muss ich finden, wo habe ich jetzt die Oliven hinge. Das ist da unten, ne? Ja. Bup. Sehr gut. Dann machen wir das gleiche nochmal mit den anderen Oliven.
Oh nein, ich hab den Karton. Shit, krieg ich das hier rein? Nee, ne? Mist. Ja. Das war so ein länglicher Karton. Dann muss ich das gleiche nochmal versuchen. Nehmen wir eine davon. So. Nein. So. Schnell das wieder wegmachen. So. Dann jetzt im Idealfall. Nein. So. Jorge, Tor. Nein, 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 nein. Jorge. Oh Gott. Ich war original zu langsam. Scheiße. So. Was machst du jetzt? Nee. Machst du nicht mehr. Bring mal zurück, genau. Kacke. Ja. Das ist nicht. Wollte ich so nicht. Ich habe keinen Karton mehr, keinen passenden. Glaube ich. Aber den könnte ich vielleicht nehmen. Warte mal, wenn ich jetzt den nehme und da schon mal Kaffee reinsetze. Ja, das klappt. Und gelöscht. Sehr stark von mir, sehr starke Leistung von mir. Jetzt kann das zurück in den Oliven. Das ist gar nicht Olivenöl, sondern egal, was anderes. Der Kaffee. Zack, dann. Da Kaffee. Stark. Kartons behalte ich besser da. So, jetzt haben wir schon ein bisschen was Smartes hier erledigt. Das finde ich richtig, richtig klasse von uns. Der Zucker, da muss irgendwann auch nochmal. Da müssen wir noch drüber reden. Okay, was haben wir noch Neues im Angebot? Das sind Süßigkeiten hier, oder? Nee, was ist das? Kuchen? Das ist Kuchen, oder? Oder eine Backmischung? Nee, Käse! Das ist Käse. Oh, ich glaube, der muss hier ins Kühlregal. Ja, jetzt wird es ein bisschen problematisch. Ich habe kein Geld für ein weiteres Kühlregal. So. Okay. Das haben wir da drin. Das sind die Olivenflaschen. Die bringen wir auch wieder zurück. Und zwar da. Gut. Den Tee haben wir so. Die Eier, das ist das gleiche Problem. Das sind auch noch so langen Reihen Eier. Tja, die krieg ich. Da brauche ich einen großen Karton. Ich hoffe mal, die passen hier rein. Nope. Aber da werden sie auch nicht reinpassen. Doch. Ja. Gut. Das müssen wir bei Zeiten noch mal ein bisschen anders machen, weil ich weiß nicht, ob ein Regal nicht ein bisschen wenig ist. Dann hatten wir, das waren die Eier, der Tee. Was hatten wir denn noch? Die Zuckerbomben hier. Das Wasser. So, das wäre natürlich super smart, wenn ich die da irgendwo reinkriegen könnte. Ich weiß aber nicht. Kriege ich die da rausgeflutscht? So. Gut. Dann machen wir dich voll. Nein, andersrum. So, jetzt muss ich schnell sein. Vor Jorge und Tor gekommen. Wir können das schon mal branden. So. Okay, jetzt ist das hier gebrandet mit dem anderen Zucker. Dann können wir das hier wieder voll machen. Will ich so viel Zucker da überhaupt drin haben? Ja,
Gucken wir, was ist noch? Was machst du jetzt? Der füllt das voll, das ist super. Dann haben wir noch Wasser, ne? Das hier. Die Frage ist, muss das gekühlt sein? Ich befürchte, es muss gekühlt sein. Muss das da rein? Kriege ich das Wasser damit raus? Nein. Mist. Neue Box. Diese vielleicht? Ja. Schnell, schnell, schnell. Ja. Oh, okay. Yo, haben wir auch. Wir brauchen mit dem nächsten Einkünften werden wir natürlich jetzt neue, ach so, das war der Käse, Kühlregale kaufen, ist ja klar. Ich glaube, wir haben alles einsortiert. Reis, Wasser, Käse, Zucker, Kaffee, Tee, Eier, alles gemacht. Muss ein Eier nicht gekühlt werden? Also in echt weiß ich, aber. Ne, siehste, muss im Fridge platziert werden, sag ich doch. Jetzt müssen wir uns noch an die Preise machen. Fangen wir an mit dem Reis. Ist doch sinnvoll. 5,10 finde ich okay. 6,80. Also es ist fast ein bisschen viel, aber. Boah, ist das zu viel? Bisschen über Marktpreis. Wir müssen uns das mal merken. Das finde ich ist okay. 5,10 finde ich ist okay. Wir müssen dringend schauen, ob die App das jetzt hier ändert. Ah, die Mod meine ich. Dann haben wir noch den neuen Käse. Und wir haben die neuen Eier und das neue Wasser. Da ist das neue Wasser. Ja, 3,20 geht klar. Okay, was fehlt denn hier unten? Blaumehl, ne? Haben wir kein Blaumehl mehr? Wie ist mir denn das durchgerutscht, dass wir kein Blaumehl mehr haben? Hallo? Müssen wir sofort. Tatsächlich, guck mal. Was kostet ein Blaumehl? 7, das können wir uns sogar leisten. Nee, Mist. Okay, wir kaufen jetzt ein Blaumehl. Und. Räumen das direkt ein. So. Was haben wir hier noch? Zucker. Wieso habe ich da noch so eine Kiste Zucker? Ach ja, ich hatte 2 bestellt. Yo, okay. Dann müssen wir das hier wieder einräumen, fürchte ich. Können wir loslegen. So. Die leeren Kartons, ne? Die können im Zweifel ja noch dienlich sein, wenn man. Vielleicht werde ich die hier einfach abstellen. Weil, wenn ich jetzt demnächst mal wieder irgendwas umbaue, dann habe ich leere Kartons. Ich will keine Sorgen machen. Da stehen die ja nicht wirklich im Weg. So, da habe ich jetzt natürlich blöd, da, aber egal, dann. Und sogar. So. Okay, dann öffnen wir den Laden. Ring, 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 das ist ja toll, wieder neue Produkte. Wer hätte das gedacht? Ja, wichtig, dass du da noch ein bisschen Puderzucker auffüllst, sehr wichtig. Gut, dass du das gemacht hast, anstatt vielleicht erstmal hier den Reiniger da reinzulegen. Haben wir denn überhaupt noch genug von diesem Reiniger eigentlich? Nö, halt einfach gar nicht.
So, dann können wir mal ein paar Sachen einfach nachbestellen, wo die Bestände im Lager so langsam abnehmen. So, da. Okay, wir haben lächerlich viel Kuchen. Ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich zeichnet, ich nicht. Das muss Rorge oder so gewesen sein, der in der EDV rumgefummelt hat. Honig. Mozzarella. Thunfisch. Wird langsam alle. Der neue Puderzucker. Ja, 7 ist... Der Rest ist ja eigentlich erstmal reichhaltig noch da. Okay. Müssen wir erstmal Geld verdienen. Können wir uns natürlich noch nicht leisten. Müssen wir jetzt wirklich einen einträglichen Tag vor uns haben, hoffentlich. Hi! Was geht, Steffi? So, ich gehe auch mal an die Kasse. Sie dürfen zu mir kommen. Der Chef bedient heute noch persönlich. Klingt wie so nah. So, Leute. Ernsthaft. Ich sitze hier nicht umsonst. Hallo. Stefan, Dirk, Thomas. Hans, Peter, Ludwig. Eike, Dominik, Philipp. Pete. Robert. Hierher. Das war schlau. Einmal mit Karte. 50, 50. Schnapszahl, was? So. Ja, das ist der neue Kaffee. Den haben wir frisch reinbekommen. Der ist sehr aromatisch. Der Honig ist zu teuer. Ja, dann... Sorry. Den habe ich jetzt wieder richtig runtergesetzt. Der Mozzarella ist zu teuer. Ja, entschuldigen Sie. Der ist auch nicht für jeden. Tierische Produkte werden hier nicht verschleudert. Da hängen Lebewesen in der... Produktionskette mit dran. Ich sehe dich da genau, Valentin. Ja, ich weiß, dass du mich hörst. Dir mögen die Tiere und ihr Wohl egal sein. Aber wenn du glaubst, ich kaufe hier Mozzarella von Mozzarella-Bauern, wo die Tiere gequält werden, damit das günstig ist, nee. Dann musst du zur Konkurrenz gehen. So, einmal bitte 3,50 dann zurück. Nee, das war... Da, ja, den würdest du gerne nehmen, ne? Den Fuffi. Hättest du nichts gesagt. Olivenöl ist zu teuer für mich. Werter Herr, wissen Sie eigentlich, dass der Lebensraum des Olivenbaums immer weiter eingeschränkt wird? Verbrecherische Banden fällen jahrtausendealte Olivenbäume in Griechenland und Italien, um dort Weideland für Tiere anzulegen, aus denen dann Mozzarella-Käse gemacht wird? So, 97, 79, 30. Dankeschön. So. Ja, das machst du gut, Torge. Ich habe das Gefühl, du guckst mich immer an, Belfons. Was ist los mit dir? Oder du starrst einfach ins Leere, weil in deinem Hirn nichts vor sich geht. Ich sehe leere Regale, aber das ist nicht schlimm. Da ist nämlich gar nichts beheimatet. So, kommen Sie zu mir. Alles ist Ihnen zu teuer, das ist einfach lächerlich. So, dann passend, Dankeschön. Endlich mal jemand, der mitdenkt. Schöner Pullover. Nur falsche Jahreszeit. Aber ansonsten gefällt er mir. So. Oh, ich muss mal Licht anmachen gleich. Oh, das liebe ich ja. Großeinkauf, fantastisch. Und einmal 11 zurück. Danke. So, Licht anmachen. Ich schließe die Kasse, um einmal Licht anzumachen. Ne? Pünktlich um 6 geht die Sonne unter. Jeden Tag. Ich habe genug Geld, um einmal
den Bestellvorgang abzuschließen. So. Können wir das noch machen? Vor Feierabend. Freut sich der Lieferant, ne? Wenn er denkt, oh, er ist mit einem Bein schon zu Hause bei den Kindern. Und dann kommt nochmal so eine große Lieferung rein. Regal ist voll. Occupied. So, auch Occupying ist auch so eine Modeerscheinung derzeit. So. Rein damit. Regal ist voll. Regal ist voll. Das geht. Das geht. Das geht. Das geht, das ist ja fantastisch. Oh, das ist Thunfisch. Ist immer noch occupied. Occupied, occupied. Why it is occupied. Regal ist voll. Regal ist voll. Warum? Wo waren die denn nochmal? Die waren hier irgendwo. Da. Ja, ist voll, bestätige ich. Aber kann ich eventuell nachfüllen? Man sieht ja, dass Jorge und Torge ganz offensichtlich da ihren Aufträgen nicht nachkommen. Mozzarella-Regal. Gut, da haben wir jetzt natürlich nur noch... Ah, ne, da. Wo habe ich Mozzarella geparkt? Das weiß ich nicht mehr. Ich habe hier unten noch Platz. Das habe ich ja noch gar nicht genutzt hier unten. Da muss man aufpassen, dass man auch effizient arbeitet. So, was ist voll? Das Honigregal ist voll. Angeblich. Niemand weiß mehr, wo ich Honig geparkt hatte. Hier. Ja, dann nehmen wir einfach da noch eins. Ist doch egal. So, Sugar, Thunfisch oder was das war. Alter, das ist ja unfassbar. Das war wirklich richtig frech. Das hätte ich fast übersehen. Knallhart, vier Straßen weiter. Oh, Kacke. Ich mach mal eine Kasse auf. Ach, ich brauche keine Kasse mehr aufmachen, die kommen eh nicht mehr zu mir. So, wo habe ich den Thunfisch? Muss der gekühlt werden? Nein. Thunfisch kann man doch auch wunderbar ungekühlt. Ne, er muss offensichtlich gekühlt werden. Ist es überhaupt Thunfisch? Vielleicht ist es auch gar kein Thunfisch. Ich weiß nicht, was es ist. Aber warte mal, habe ich hier? Was ist das? Das ist das. Hier habe ich gar nichts einsortiert. Warum denn das? Seltsam. Okay, das war's. Hier ist alles raus. Sie, ach, die beiden sind die letzten. Der Herr mit dem Norweger-Pulli. So, so, so. Und die Stefanie. Die Stefanie ist die letzte Kundin für heute. Wir machen schon mal den Laden zu, damit die sich ein bisschen unter Druck gesetzt fühlen. Fang schon mal an durchzufegen. Machen die Musik aus. Das finde ich frech hier. Ich weiß nicht, warum da das Regal so leer ist. Ist etwa der Kaffee alle, der normale? Ich muss sagen, ja. Jorge und Torge trifft keine Schuld. Der Kaffee... Oh, das Blaumehl. Stimmt, da musste ich nachbestellen. Das Blaumehl. Geschnitten Brot verkauft sich wie selbiges. Muss nachbestellt werden. Müsli muss nachbestellt werden. Normale Wasserflaschen. Geschirrspültabs sind auch keine mehr im Lager. Toilettenpapier. Ich bin die ganze Zeit nur am Geld ausgeben. Nur am Geld ausgeben. Okay.
Ja, das ist 2000 Mark schon wieder. Guck mal, das kann ich mir schon gar nicht mehr leisten. Unglaublich. So, können wir aber morgen erst wieder machen. Siebzehn fanden die Produkte zu teuer. Das spricht nicht für die Produkte. So, ich gucke jetzt mal hier. Erstmal bestellen wir hier. Jetzt gucke ich mal kurz. Was hatte ich denn hier? Zum Beispiel die Eier. Sieben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich noch darum kümmern muss. Ehrlich gesagt. Ich habe auch keine Lust, jetzt nochmal alle durchzugehen, aber das ist jetzt jedenfalls, scheint mir jetzt nicht völlig absurd zu sein. Machen wir jetzt so stichprobenartig, gucke ich mal rein. Oh Gott. Was ich für Geld ausgebe, da musst du auch mal, ich muss auch mal irgendwann auch mal reich werden. Ich weiß auch nicht, ob mehr Produkte auch gleichzeitig mehr Geld bedeuten. Oder nur mehr Arbeit. Occupied. Occupied. Ach, das gibt's doch gar nicht. Ist das Regal angeblich voll? Da habe ich sogar drei von, weil die sich so viel verkauft haben immer. Machen wir einfach ein neues. Wir haben ja genug Platz. Gut, dann. Blaumehl. Kaffee. Ach, immer noch. Klopapier. Klopapier. Blaumehl. Ach. Sehr gut. Ist hier wieder irgendwas in die Pampa gepfeffert worden? Nö. Alles ist vorbereitet für den nächsten Tag. Wir haben 11,46 Mark auf dem Konto, was mal wieder unter Beweis stellt, dass man auch als Arbeitgeber und Großunternehmer nicht unbedingt mit der großen Goldmünze gesegnet ist. Das war eine weitere Folge Supermarkt-Simulator. Wir nähern uns so langsam Levelbereichen, in denen wir dann auch wieder vergrößern können. Wir brauchen natürlich noch einen dritten Kassierer. Jorge, Torge und Sorge brauchen noch einen weiteren Kollegen. Und dann wollen wir unser Geschäftsbereich erweitern, mehr Produkte noch hinzubekommen. Also es ist eine Menge noch zu tun. Und der nächste Morgen wartet schon mit seinen Kunden auf uns. Aber das gucken wir uns dann bei der nächsten Folge wieder an. Bis dahin wünsche ich mir, dass ihr hier fleißig Feedback hinterlasst und Lob auch für die mitarbeitenden Personen, weil von mir kriegen sie keinen. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Tschüss. Macht's gut.